Wir sehen hier zwei gelbe Glasfilter in weißem Licht. Das untere ist ein bisschen ein dunkleres Gelb, so eher orangegelb. Das obere ist eher ein weißliches Gelb. Um zu entscheiden, wie es diese Gelbeindrücke zustande kommen, muss man die spektrale Zerlegung dieser Gelbsorten anschauen. Wenn man ein Spektrum macht von diesen gelben Filtern, dann sieht man, dass das eine Spektrum vom dunklen Gelb, vom unteren, wesentlich mehr Lichtanteile wegschnappt. Das sehen wir jetzt, da ist das ganze Blau im unteren Bereich weg und das hellere Gelb oben, da ist auch noch ein bisschen Blau mit dabei. Da wird also nur etwas Violett weggeschnitten und bereits erscheint uns das als Gelb, als ein helles Gelb, während beim unteren, wo also die ganzen Blauanteile weg sind, am Schluss eine Farbe entsteht, die so zwischen Orange und Gelb schwankt, aber immer noch eine Mischung ist, ein helles Gelb.